Ja, sehr herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung. Sie haben mir vorhin erzählt, dass was früher eben das Amerika-Haus war, heute eigentlich ein eingetragener Verein ist, mit einem Schwerpunkt Demokratie. Dann dachte ich, ehe ich da durch diese Bilderserie rausche, werde ich ein paar Worte sagen, die auch mit dem Club of Rome zu tun haben, aber auch mit meinen Erfahrungen mit der Demokratie, die ja in Gefahr ist. Berühmt geworden ist der Club of Rome nicht 1968, als er gegründet wurde, sondern 1972 mit dem ersten Bericht an den Club of Rome von Dennis Meadows, Donella Meadows, Jürgen Randers und Bill Behrens. Die Grenzen des Wachstums. Es hatte eine Riesenauflage, 20 Millionen oder so weltweit, in allen Weltsprachen abgedruckt und hat den Club of Rome richtig in das Scheinwerferlicht in allen Ländern katapultiert. Natürlich haben sehr viele Leute das großen Unsinn gefunden. Also ein paar Jahre später sagte Ronald Reagan, there are no such things as limits to growth. Das war für ihn völlig klar. Nun hat Reagan ja auch dafür gesorgt, dass in Amerika Optimismus zur patriotischen Bürgerpflicht wird. Das ist für mich als Wissenschaftler nicht nachvollziehbar, denn ein sozusagen dogmatischer Optimismus heißt ja Augen und Ohren zumachen. Und genau so ist es auch. Aber dann hat der Club of Rome eine ganze Reihe von weiteren bedeutenden Berichten bekommen von allen möglichen Leuten. Ich gehe darauf jetzt nicht ein. Aber dann, 19 Jahre nach den Grenzen des Wachstums, hat der damalige Präsident, der Gründungspräsident Aurelio Peccei war schon gestorben, der damalige Präsident Alexander King aus Schottland, zusammen mit seinem damaligen Generalsekretär Bertrand Schneider, einem Franzosen, ein Buch geschrieben, das hieß The First Global Revolution. Der Spiegel hat daraus eine extra Sonderausgabe gemacht. Und da stand unter anderem drin, oder das war die Hauptaussage, dass nach dem Ende des Ost-West-Konflikts nun unermessliche Geldmengen zur Verfügung stünden, man nannte es die Friedensdividenden, mit denen man all das finanzieren könnte, worüber man sich bereits beim Club of Rome oder in anderen Gruppierungen einig war, das müsste man jetzt machen für die Rettung der Natur, der Menschheit, der Gerechtigkeit und was es alles gibt. Daraus ist aber überhaupt nichts geworden. Warum? Dieses habe ich untersucht und ich glaube zutreffend analysieren können in meiner viel späteren Rolle als Bundestagsabgeordneter und Leiter der Enquete-Kommission Globalisierung. Das Erste, was ich in dieser Rolle gemacht habe, war, einen Brief an die Frankfurter Allgemeine zu schreiben, mir bitte mitzuteilen, wie häufig das Wort Globalisierung in Ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht sei. Und die waren sehr professionell. 3 Tage später bekam ich eine Grafik geschickt über das Ansteigen des Wortes Globalisierung in der damaligen Zeit. Geschrieben hatte ich im Jahr 1998. Und das fing an mit dem Wort Globalisierung 1991. Davor gab es das Wort nicht in der deutschen Sprache. Oder Mondialisation in der französischen. Oder entsprechend überall. Es gab es nicht. Dabei war der Globus vorher auch schon rund. Und es gab Tourismus und Telefone und Handel und so weiter. Also irgendwo hätte man gedacht, das Phänomen gab es doch. Und dann haben wir die Sache politisch analysiert und kamen zu dem Ergebnis, dass die Globalisierung in gewissem Sinne der strategische Abschied von der Demokratie war. Warum denn das? Weil
das westliche Wertebündnis während des Kalten Krieges war eine Allianz zwischen dem Kapital, der Wirtschaft und der Demokratie. Und das Kapital hatte ein Rieseninteresse daran, sich mit der Demokratie und mit den demokratisch legitimierten Staaten gutzustellen, zu verbünden. Denn der Staat mit seinen Kanonen und Flugzeugen war das einzige mögliche Bollwerk gegen den Kommunismus. Und in dieser Zeit hatten wir die goldenen Jahre der Demokratie. Ich war damals jung und habe alle möglichen Aktivitäten mit unterstützt. Ich war Juso-Vorsitzender in Freiburg, da habe ich eine Arbeitsgruppe Außenpolitik gegründet. Niemand hat was dagegen gesagt. Das war zur Unterstützung von Willy Brandt. Und dann habe ich Bildungspolitik gemacht. Das war auch ein Riesentrara. Das war überhaupt nicht politisch schwierig. Das war wirklich lebendige Demokratie damals. Und es war nicht nur ich, sondern gab es Millionen, die sich engagierten in unserem Staat. Und ihre Identität hatten sie in diesem Staat, der eben zugleich das Bollwerk gegen den Kommunismus war. Nach 1990 war der Kommunismus weg. Da hatte das gute System das schlechte System besiegt. So sahen wir alle das. Der Ärger ist nur, dann ist das gute System schlecht geworden. Weil es auf einmal gar keine Notwendigkeit mehr sah, sich mit der Demokratie, dem Staat, irgendwie zu versöhnen auch nur. Dann kam die Aussage zum Beispiel von Wilhelm Tietmeyer, ich glaube, das habe ich jetzt nicht in meinen Bildern, der war damals Bundesbankpräsident. Er hat auf dem Weltwirtschaftsforum Davos verkündet, das Problem ist, dass die meisten Politiker noch nicht einmal wissen, wie sehr sie bereits in der Hand der Finanzmärkte sind. Und das hat er nicht als Kritik an den Finanzmärkten, sondern als Kritik an den Politikern gesagt. Das war die damalige Denke. Und das ist natürlich für die Demokratie eine Katastrophe. Wozu sollen wir noch zur Wahl gehen, wenn die Finanzmärkte bestimmen, was die Staaten zu tun haben, damit man noch gnädig genug ist, in den entsprechenden Staaten zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Das war das Grundphänomen dafür, dass wir heute eine Krise der Demokratie haben. Warum sollen wir denn noch zur Wahl gehen? Das habe ich jetzt in anderen Vorträgen ausführlich und auch mit schönen Bildern gesagt. Ich wollte es hier nur noch mal unterbringen, weil etwas finde ich ganz besonders töricht, wenn die Krise der Demokratie den vorfindlichen Politikern in die Schuhe geschoben wird. Das ist aber das Übliche, was man macht. Denn da hat man jemanden, den man beschimpfen kann. Und die sozialen Medien eignen sich ja ganz besonders zum Beschimpfen. Und das heißt also, wir müssen die Kausalität der Schwächung der Demokratie, der praktisch Tatenlosigkeit der Demokratie gegenüber vielen ärgerlichen Dingen einigermaßen durchschauen, damit wir, wenn wir schon schimpfen wollen, wenigstens die Richtigen beschimpfen. Gut, also das ist jetzt eine Art von Vorrede. Jetzt will ich noch ein bisschen über die Grenzen des Wachstums und den neuen Bericht Wir sind dran sagen. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Übrigens, das Buch ist natürlich zuerst auf Englisch geschrieben worden und hat dort den Titel Come On. Mit einer Doppelbedeutung. Ich sage jetzt gleich die drei Teile des Buches. Come on. Don't tell me the current trends are sustainable. Also nichts von Nachhaltigkeit. Wir machen im Moment eine wüste Zerstörungswachstumspolitik in allen Ländern der Welt. Und der zweite Teil heißt, come on.
don't stick to outdated philosophies. Das heißt also, wir fangen da eine philosophische Diskussion an. Das machen nicht sehr viele. Und das Dritte heißt dann, come on, join us on an exciting journey towards a sustainable world. Also eine völlig andere Bedeutung von come on. Aber egal. Das Buch habe ich also dann dem deutschen Verleger in die Hand gedrückt. Und dann haben die diesen Titel daraus gemacht. Und das ist irgendwie genial. Wir sind dran, ist ja auch doppeldeutig. Also erstens, wir sind an der Reihe. Und wenn wir es schlecht machen, dann sind wir dran. Und dann eben dieser Untertitel, den wir hier für den Vortrag uns gewählt haben, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Und dann haben wir da noch einen anderen Untertitel, eine neue Aufklärung für die volle Welt. Darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Also das ist sozusagen die Vorgeschichte von der Sache. Und im Übrigen muss ich noch eine Sache sagen. Ich bin seit genau einer Woche nicht mehr Co-Präsident des Club of Rome, sondern Ehrenpräsident. Wir haben nämlich, mein Freund Anders Wickmann und ich, das war der andere Co-Präsident, in den letzten 6 Jahren, also wo wir eben die Leitung hatten, eine gigantische Verjüngung und auch Feminisierung, wenn man so will, und Diversifizierung der Mitgliedschaft gemacht. Und jetzt haben die man ja manchmal als die Minoritäten betrachtet, die Majorität und haben uns auch rausgedrängt. Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss ab und zu mal solche Veränderungen geben. Und damit wir nicht traurig sind, haben sie uns jetzt zu Ehrenpräsidenten gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieses Buch, das haben Anders Wegmann und ich also zusammen gemacht. Das war übrigens auch eine Kollektivgeschichte. Erstmal habe ich so eine zweiseitige Überlegung gemacht, also 2 Seiten lange, was man eigentlich heute sagen müsste, nachdem Limits to Growth irgendwo furchtbar alt war und von niemand befolgt worden ist und die erste globale Revolution ist auch nichts geworden. Was macht man denn jetzt? Und dann haben wir das rumgeschickt, da gab es eine ganze Menge sehr interessanter Reaktionen und dann habe ich daraus den Embryo-Entwurf gemacht. Mit 15 Seiten. Und der ist dann rumgeschickt worden, kamen wieder ganz viele Resonanzen und dann wurde daraus der Baby-Entwurf. Das war dann 40 oder 50 Seiten oder so. Und dann der Adolescent-Entwurf und dann der Adult-Entwurf und dann irgendwann das endgültige. Und da haben sich also insgesamt 35 Mitglieder des Club of Rome sehr aktiv und noch weitere 35 gelegentlich mal dazu geäußert. Also völlig anders als alle anderen Berichte des Club of Rome war es nicht ein Bericht von einem oder zwei Autoren, sondern von ganz furchtbar vielen. Das spielt nachher nochmal eine kleine Rolle. Im Zentrum des Buches steht die Unterscheidung zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Das ist eine Unterscheidung, die Herman Daly in die Sprachen der Welt eingeführt hat. Der war mal Chefökonom der Weltbank, war ganz gewiss kein grüner Spinner. Der hat gesagt, man muss intellektuell, analytisch unterscheiden zwischen der Situation der leeren Welt, wo die Menschen die Minderheit sind, die Natur unermesslich groß und ziemlich gesund, und der vollen Welt, wo Homo sapiens alles bestimmt und die Natur eigentlich völlig an die Wand gedrückt wird. Darauf komme ich nachher auch noch ein bisschen zurück. Aus der leeren Welt aber stammen alle unsere Kulturen, die Religionen, unsere Instinkte, also die physischen Instinkte, die sämtlichen Sprachen der Welt, die europäische Aufklärung natürlich auch, 18., 17. oder zum Teil 19. Jahrhundert, die Raubbauökonomie, dass es ökonomisch vernünftig ist, einfach zu holen, was da zu holen ist. Die Bevölkerungsvermehrung. Zur Zeit von Immanuel Kant war es weniger als 1 Milliarde. Und dann die Wachstumsvergötterung. Auch das gab es vorher nicht. Das sind alles neue Phänomene und das ist überhaupt nicht automatisch nachhaltig.
Das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Der neue Bericht sagt, für die volle Welt brauchen wir eine neue Aufklärung. Weil, das habe ich ja angedeutet, in der leeren Welt zunächst mal einfach völlig anders gedacht wird, als in der vollen Welt gedacht werden muss. Und jetzt noch ein historischer Rückblick. Was ist denn eigentlich seit den Limits to Growth geschehen? Naja, eine Verdreifachung der Bevölkerung, eine Verzehnfachung des Konsums. Das Thema Klima wurde erst damals zum Politikum. Das war in Limits to Growth noch gar nicht behandelt. Die volle Welt nennt man jetzt Anthropozän. Starken Anteil daran hat der Nobelpreisträger Paul Crutzen. Die Globalisierung, das Politikum seit 1990, das habe ich ja bereits erwähnt, und die daraus folgende Übermacht der Finanzmärkte und die daraus folgende Krise der Demokratie, dann natürlich die Digitalisierung und die sozialen Medien und die daraus resultierenden Hasslawinen. Es gibt eine empirische Untersuchung darüber, wie die Viralität, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Hassbotschaften sich vergleicht mit Vernunftbotschaften. Und die erstere ist 10-mal größer. Also Hass multipliziert sich mit einer rasenden Geschwindigkeit und freut die Sender und Empfänger ungeheuer. Da haben sie so richtig was zum Auskotzen. Und das hat eine unglaubliche Ansteckungskraft und bestimmt heute einen großen Teil des politischen Gesprächs. Es ist wahnsinnig gefährlich. Ich halte das womöglich auf Dauer für gefährlicher als die Globalisierung für die Demokratie. Also eine dramatische Zerstörung der Nachhaltigkeit. Nun, das erste Teil des Buches ist eben, die heutigen Trends sind nicht nachhaltig. Und eben das Anthropozän, wie man es heute nennt, das ist in den letzten 65 Jahren entstanden. Wenn Sie gute Augen haben, sehen Sie da so ganz dünne, senkrechte Striche auf jedem dieser 24 Bilder. Das ist das Jahr 1950. Also als ich ein Kind war, waren wir noch in der leeren Welt. Da war von Anthropozän noch überhaupt nicht die Rede. Also das linke, das sind Konsumparameter, und das rechte ist die Antwort der Natur. Wobei dort das nach oben gehen die Verschlimmerung ist. Also CO2-Emissionen und dergleichen. Und dann noch was. Ich habe gelernt, ich habe das auch nachgeprüft, 97% des Lebendgewichtes der auf dem Land lebenden Wirbeltiere sind unsere Haustiere, hauptsächlich Schlachttiere, und wir Menschen selber. Und 3% des Lebendgewichts bleibt übrig für die Wildtiere. Das ist das Anthropozän. Also Elefanten und Kängurus und Eichhörnchen haben null Chance. Null Chance, wenn das so weitergeht. Aber jetzt hören wir von den Entwicklungsökonomen, ja, in den letzten 15 Jahren ist ja eine weitere Milliarde Menschen in den Status der Mittelschicht gekommen, die wollen jetzt alle Fleisch essen. Also brauchen wir viel mehr Fleischproduktion. Und das angesichts von dem, was hier mit den 67% gesagt worden ist. Stellen Sie sich mal vor, das geschieht auch noch. Dann sind die Wildtiere auf höchstens 1% reduziert und das alles vermutlich im Zoo, also gar nicht mehr wild. Ja? Das Anthropozän ist grauenhaft, grauenhaft. Aber das macht man sich doch nicht klar, weil es ja wahnsinnig peinlich ist. Und nicht nachhaltig sind natürlich auch die Klimadesaster. Der Sommer 2018 hat uns in Deutschland ziemlich erschreckt. Aber nicht nur in Deutschland, in Schweden, also Anders Wickman ist Schwede, der hat mir immer gesagt, da gibt es riesige Waldbrände. Hat es bisher nicht gegeben. Und dann der Taifun Jebi ist auch ein Teil davon. Da sehen Sie, wie also eine große Welle Autos wie Spielzeuge durch die Luft geschmissen hat, bis sie irgendwo gelandet sind. Und dann der Hurrikan Florence, da ist eben Land unter, da war eine Wildpferdherde. Und das sieht dann nachher so aus. Aber noch viel bedrohlicher als die Wetterkapriolen ist die Besorgnis über einen möglichen Meeresspiegelanstieg. Steigt auch jetzt schon an.
Aber das kann auch in Sprüngen passieren. Also zunächst mal einfach dieses Bild aus einem italienischen Schulatlas von vor 40 Jahren, also das ist kein neue Erkenntnis. Da sieht man, während der letzten Heißzeit war Italien nur halb so groß wie heute und während der letzten Eiszeit war es fast doppelt so groß. Macht also einen gigantischen Unterschied. Das hat aber auch verdrängt. Zumal das Intergovernmental Panel on Climate Change vom Mandat her, das haben die Amerikaner dafür gesorgt, keine nichtlinearen Erscheinungen behandeln darf, weil die ja spekulativ sind. Und die Folge davon ist, dass also dramatische Ereignisse in der Rhetorik des IPCC nicht vorkommen. Also zum Beispiel dieses. Vor 7800 Jahren war über dem Gebiet, was wir heute die Hudson Bay und Labrador nennen, ein Eisgebirge von der Größe des Grönlandeises. Und vor 7700 Jahren war es weg. Das ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, das hätte 1000 Jahre gedauert oder so. Und damit beruhigen die sich auch immer. Nein, das muss Risse bekommen haben und auseinandergerissen und ins Meer gerutscht sein. Und die Bibelforscher sagen, ja, das war ungefähr die Zeit der Sintflut. Naja, zur Politik ein paar Worte. Jetzt waren wir ganz glücklich über das Klimaabkommen von Paris. Und wie reagiert die Politik, wenn die Klimadiplomaten in den Hauptstädten wieder ankommen und sagen, wir müssen was fürs Klima tun? Da sagt die Politik, ja, wir müssten da irgendwas tun. Aber das wird wahnsinnig teuer. Und um das zu bezahlen, brauchen wir viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion in allen Regierungen der Welt. Ich kenne keine einzige Ausnahme, nicht mal Bhutan. Dabei haben die vor dem Meeresspiegel relativ wenig Angst. Ist das die richtige Antwort? Nein, natürlich nicht. Das Wachstum geht ziemlich strikt mit CO2-Ausstößen einher. Hier sind für 8 verschiedene Wirtschaftssektoren, also Verkehr, Landwirtschaft und so weiter, ist das aufgetragen. Das heißt also, wir sind einigermaßen in Ordnung als Diagnoseärzte. Wir diagnostizieren, das Thema Klima ist eine Krankheit. Da ist wirklich ganz gefährlich was los. Aber wir sind komplett idiotische Therapieärzte. Wir sind darauf versessen, diejenige Therapie zu wählen, die systematisch die Krankheit schlimmer macht. Würden Sie zu so einem Arzt gehen? Hoffentlich nicht. Aber unsere ganze Politik und die Wirtschaft und die Presse und so weiter ist auf diesen Quatsch eingeschworen und wissen gar nicht, dass das Quatsch ist. Die haben eine feste Überzeugung, Wachstum ist die Antwort auf jedes Problem. Also jedenfalls auf das Klimaproblem ist die falsche Antwort. Naja, Wahrheit kann unbequem sein und Lügen bequem. Ich habe in Kalifornien gelebt, als Al Gore seinen berühmten Film, aufbauend auf seinem berühmten Buch, An Inconvenient Truth, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ja, und da ist also abgebildet von immerhin aus dem amerikanischen Magazin eine Karikatur. Das ist also ein Kino, das bietet an, an Inconvenient Truth oder a reassuring lie. Und da gehen die Leute alle hin. So ist das einfach. Das ist eine Tragödie, aber schon die alten Römer sagten Mundus vult decipi. Das Volk will beschissen werden. Das ist keine sehr gute Diagnose für die Demokratie wiederum, wenn das Volk entschlossen ist, sich bescheißen zu lassen und die Wahrheit einfach nicht hören will, weil sie unbequem ist. Das müssen wir uns klar machen für unsere Zivilisation. Wir machen uns aber nicht klar. Jetzt ein kleiner Sprung. Die Bevölkerungsexplosion
muss man Explosion nennen leider, ist im Kern des ganzen Problems, des Anthropozäns. Denn an jedem Einzelmenschen hängt natürlich ein entsprechender ökologischer Fußabdruck, der wächst auch dauernd in praktisch allen Ländern der Welt. Und wenn alle Menschen, im Moment 7,7 Milliarden, ökologische Fußabdrücke hätten, wie die heutigen US-Amerikaner, dann bräuchten wir 5 bis 6 Erdbälle. Haben wir aber nicht. Und trotzdem ist das das explizite Ziel aller, die in Richtung Ökonomie und Politik denken. Es kann doch gar nicht gut gehen. Da gibt es eine interessante neue Hoffnungssträhne. Das United Nations Fund for Population Activities, also das Bevölkerungsprogramm der Vereinten Nationen, hat ein Bild, also ein Bericht geschrieben, Consequential Omissions. Und daraus ist dieses Bild, das zeigt, dass diejenigen Weltregionen, die es geschafft haben, ihre eigene Bevölkerung zu stabilisieren, die ganz großen Gewinner sind. Nach oben ist Ökonomie. Und diejenigen, die es überhaupt nicht geschafft haben, das sind die ganz großen Verlierer. Das müsste nur irgendwann mal in die Köpfe der Politik in den islamischen und afrikanischen Staaten gelangen. Die bisher ja immer so tun, wie früher Hitler und andere Politiker, je mehr Bevölkerung, desto stärker werden wir. Das ist eine militaristische Sicht natürlich. Ökonomisch war das immer schon ziemlicher Quatsch. Also da müssen wir dann einiges tun. Wir müssen auch unsere Nord-Süd-Beziehungen ein bisschen reformieren. Zum Beispiel können wir den Afrikanern helfen, ein vernünftiges Pensions- oder Rentensystem aufzubauen. Denn wenn heute eine junge afrikanische Familie sich fragt, wie wollen wir uns im Alter versorgen, dann sagen sie ja, möglichst viele Kinder haben. Das kann nicht gut gehen. Dann gibt es die Sustainable Development Goals, praktisch gleichzeitig mit dem Pariser Klimaabkommen beschlossen, auch einstimmig bei den Vereinten Nationen. Der Ärger ist nur, die ersten 11 davon sind radikale Wachstumsprogramme. Und natürlich niemand was dagegen sagen darf. Überwindung des Hungers ist doch eigentlich, was wir alle wollen, oder? Oder Überwindung der Armut, Überwindung der Unbildung, Überwindung der vielen Krankheiten oder der Arbeitslosigkeit oder irgend so etwas. Das steht da ja alles drin. Und da wird niemand sagen, das wollen wir nicht. Aber wenn wir es wollen, kriegen wir noch mal eine Verdreifachung des Weltbruttoinlandsprodukts. Ja? Und dann haben die drei, ich sage es mal, beschönigenden ökologischen nachhaltigen Entwicklungsziele, Klima, Ozeane und Biodiversität, überhaupt keine Chance mehr. Das heißt also, die Nachhaltigkeitsagenda der UNO, so nennt man das, ist nicht nachhaltig. Aber auch das ist natürlich tabu. Darf doch niemand sagen. Jetzt auch andere Denkschiene. Im ökonomischen Bereich reden alle über Innovation. Also hören Sie mal die FDP-Politiker. Aber nicht nur die. Überall wird Innovation heilig gesprochen. Und in Amerika ist das große, klangvolle Wort, wonach alle streben, disruptive. Und die Leute, die das Wort in die Sprache eingeführt haben, haben in ihrer Ursprungspublikation, ich habe das nachgelesen, die ist von ungefähr 1995, sich ausdrücklich auf Schumpeter bezogen, Josef Schumpeter, mit seiner Creative Destruction, schöpferischen Zerstörung. Aber sie konnten jetzt nicht sagen, zerstörerische Technologie. Das hätte falsche Konnotationen gehabt. Also haben sie einfach gesagt, disruptive technologies. Aber sie meinen zerstörerisch.
Und das ist im Moment das ganz große Heiligtum, nicht nur in Kalifornien, sondern in den ganzen USA, im ganzen englisch sprechenden Welt. Also da ist so eine Hierarchie von Incremental Innovation zu Radical Innovation zu Disruptive Innovation. Das ist das, was man eigentlich braucht. Und die Disruption, kann man ja auch auf Deutsch sagen, ist im Wesentlichen Digitalisierung. Da gibt es auch ein Bild aus irgendeinem Ökonomiemagazin. Wellen der digitalischen Disruption. Und also ich habe hier gesagt, die letzten fünf, also Einzelhandel, Gesundheit, Finanzen, Autos und Erziehung, die haben diese große Digitalisierungswelle der letzten 15 Jahre oder so etwas mitgemacht. Das haben sie im Jahr 2014 prognostiziert. Das war eine ziemlich gute Prognose. Was das für Auswirkungen hat, ist eine andere Frage. Darüber könnte man einen ganzen Vortrag halten. Nur wir müssen uns klar sein, dass dieses Disruptive und die Digitalisierung miteinander verschwistert sind. Das macht man sich normalerweise in den Digitalisierungsdiskussionen nicht klar. Auch da findet Verdrängung statt. Bei HP, einer Art von Zuliefererfirma für die Elektronikindustrie, haben die jetzt einen Vizepräsidenten und Chief Disruptor. Das ist seine Aufgabe. Er soll also durch Innovationsgeschwindigkeit möglichst viele Konkurrenten zerschmettern. Also zerschmettern ist, glaube ich, die beste deutsche Übersetzung von diesem Wort. Nun, zerschmettern als Kerntugend der Wirtschaft, das kann nicht lange gut gehen. In meinen jungen Jahren habe ich biologische Kybernetik gelernt und dabei natürlich auch gelernt, dass ein System, was nur positive Rückkopplungen hat, und keine negativen Rückkopplungen, selbstmörderisch ist. Es muss kaputt gehen. Wir brauchen dringend negative Rückkopplungen. Das heißt, also, wenn es uns zu heiß ist, eine aktive Körperkühlung. Oder andere chemische Geschichten. Oder wenn wir hungrig sind, was essen. Also negative Rückkopplung klingt so negativ. In Wirklichkeit ist es eine stabilisierende Rückkopplung. Und wenn man die Stabilisierung verteufelt und überwindet durch nur noch wachsende positive Rückkopplung, geht das System systematisch kaputt. Es ist wieder eine philosophische Krise. Und damit sind wir bei Teil 2. Wir stecken als Zivilisation der Welt, nicht nur in Deutschland, in einer tiefen philosophischen Krise und verdrängen dieses. Wir tun so, als sei alles in Ordnung. Und das soll dann eben durch eine neue Aufklärung überwunden werden, so der Club of Rome. Und der Einstieg ist bei Papst Franziskus zu finden. Mit seiner großartigen Enzyklika, auch von 2015, Laudato Si, wo er die großen Gefahren nennt, denen die Schöpfung ausgesetzt ist, eine auf Geiz, Eile und Zerschmettern fußende Wirtschaft zerstört unser gemeinsames Haus. Das hat er großartig formuliert. Wir sind dann aber noch weitergegangen und haben noch andere Ursachen der philosophischen Krise gefunden. Insbesondere haben wir entdeckt, dass die großen Koryphäen, die heute als Kronzeugen für diese geizorientierte und zerstörerische Ökonomie dienen, als sie schrieben vor 200, 300 Jahren, unglaublich vernünftig waren, aber heute systematisch falsch zitiert werden. Wir haben dann drei ausgesucht. Man könnte 20 aussuchen, aber es ist praktisch immer das Gleiche, mit etwas unterschiedlichen Begründungen. Adam Smith, also der Erfinder des Marktes, nennt man ihn manchmal, David Ricardo, den
Propheten des Außenhandels und Charles Darwin den Propheten des Wettbewerbs. Das sind also drei Kerntugenden, wenn man so will, in der heutigen Ökonomiedoktrin. Jetzt müssen wir mal angucken, was sie eigentlich gesagt haben und wofür sie zitiert werden. Das ist ein Riesenunterschied. Für Adam Smith war es völlig selbstverständlich, gar nicht diskussionswürdig, dass die geografische Reichweite des Marktes, also der unsichtbaren Hand, und die geografische Reichweite des Rechts, des Gesetzes, der Moral, des Staates identisch waren. Und dann ist der Markt wunderbar. Dann ist er in einklagbares Recht eingefasst. Und dann kann er nicht so wahnsinnig viel Schaden anrichten. Und heute ist der Markt global und das Gesetz ist national, um nicht zu sagen provinziell. Und der Markt wird dadurch brutal gesetzlos, das ist das Wichtigste, und zerstörerisch. Und das unter Absingen von Hymnen auf Adam Smith. Weil sie alle nicht gelesen haben oder nicht verstanden. Oder es eine Tugend finden, ihn falsch zu zitieren. Ja? Der heilige Adam Smith. Für David Ricardo blieb das Kapital ortsfest. Nun war das zum großen Teil Produktivkapital und nicht Geld. Aber trotzdem, die Hauptsache, es bleibt im Wesentlichen ortsfest. Über die Grenzen wandern die Händler und ihre Güter. Und dann gibt es komparative Vorteile. Sein berühmtestes Beispiel ist, es sei doch gut, wenn die Portugiesen viel mehr Weintrauben produzieren, als sie je verbrauchen können, und die Briten viel mehr Textilien, als sie je anziehen können. Und dann handeln sie miteinander. Die Briten beziehen Wein und Trauben aus Portugal und die Portugiesen beziehen Kleider aus Großbritannien. Und das sind die komparativen Vorteile. Portugal ist klimatisch einfach besser für Trauben als England. Und die Maschinen, da, die es in England schon gab, die gab es eben in Portugal nicht. Das sind die komparativen Vorteile. Unglaublich vernünftig gesagt und gemacht. Ja, aber heute, was ist heute eigentlich los? Im Moment ist der mit Abstand mobilste Produktionsfaktor das Kapital, das praktisch mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt saust. Wir haben einen Banker im Club of Rome, Bernard Littard, ein Belgier. Er ist jetzt aus dem Bankengeschäft raus. Und er hat uns vorgerechnet, von 100 Euro, die praktisch mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, sind 2 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen da. Und 98 Euro sind rein spekulativ. Alles im Dienste der Erhöhung der Kapitalrendite. Da werden einige Kapitalisten sehr reich. Also es hat schon eine innere Logik. Aber gleichzeitig entstehen eben diese Zerschmetterns- und Zerstörungseffekte für die Natur, für die Schwächeren, für die Armen und so weiter. Das ist aber doch den ökonomischen Theoretikern egal. Also David Ricardo würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er sähe, wie er da zitiert wird. Und dann Charles Darwin, von dem verstehe ich als ehemaliger Biologieprofessor noch mehr. Für ihn war der Wettbewerb in allererster Linie lokal. Und geografische Grenzen waren für ihn eine Stütze der Evolution. Dadurch kann Diversität sich halten und weiterentwickeln. Und er hat auf den Galapagos-Inseln physiologisch gesehen Finken entdeckt, die augenscheinlich evolutionär entstanden sind aus einem vor vielleicht 3 Millionen Jahren angeschwemmten Finkenpaar, wo die Frau Eier gelegt hat. Und die haben sich dann unglaublich
fächert in ganz neue Funktionen. Zum Beispiel der da rechts, der hat gelernt, Kaktusdornen abzuzwacken und damit seinen Schnabel zu verlängern und damit Insekten aus der Borke der Bäume rauszuholen. Und links oben einer, der so eine Art von Papageienschnabel entwickelt hat. Und Charles Darwin hat messerscharf geschlossen, wenn es Papageien oder Spechte auf diesen Inseln gegeben hätten, hätten die Finken das nie lernen können. Ja? Also die Abwesenheit von Konkurrenten als Voraussetzung für Evolution, das ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was einem die Ökonomen ständig um die Ohren schlagen. Ja? Und übrigens, das war noch der alte Darwin. Moderner Populationsdarwinismus geht noch ein gutes Stück weiter. Die Unterscheidung zwischen rezessiven und dominanten Genen ist sehr wichtig zum Verständnis dafür, dass die rezessiven Gene praktisch phänotypisch gar nicht sichtbar werden, weil sie unterdrückt werden von der dominanten Seite. Also blaue Augen sind rezessiv und braune Augen sind dominant. Bei Blauäugigen weiß man, die haben die blauen Augen von Vater und Mutter. Bei Braunäugigen kann es sehr gut sein, dass die auch einen blauäugigen Vater oder Mutter haben, ist aber unterdrückt. Nun hat das keinen Evolutionsvorteil, aber der Witz von diesem Mechanismus der Rezessivität ist, dass Millionen, Milliarden von Genen überleben, ohne von dem jeweiligen vorhandenen Wildtyp ausgerottet zu werden. Das ist eine Art von Aufbewahrungsstrategie für Varietäten. Und wenn dann mal die Population schrumpft, wegen böser Parasiten oder Hungersnöten oder Klimaveränderungen, ich weiß nicht was, dann wird die statistische Wahrscheinlichkeit, dass rezessive Gene von Vater und Mutter vererbt werden, auf einmal millionenfach größer. Und dann auf einmal zeigt sich, dass einige von denen die richtige Antwort auf den neuen Parasiten sind. Also das bejammern wir immer mit Resistenzentwicklungen von Krankheitskeimen. Die machen genau dieses. Wir kommen mit Antibiotika und dann gibt es eben einige mit rezessiven Genen, die einen Trick gefunden haben, um mit diesen Antibiotika fertig zu werden. Ja? Das ist ein Teil des modernen Darwinismus. Verhinderung, dass die Schwachen ausgerottet werden. Wiederum fast das Gegenteil der heutigen Ökonomiedoktrin. So, jetzt noch was, was hat die Ökonomie mit der vollen Welt zu tun? Das ist ganz interessant, stammt auch schon von Herman Daly. Wenn man mehr Fische haben will in der leeren Welt, was macht man dann? Naja, mehr Angeln, mehr Netze, mehr Boote, mehr Fische, hat man mehr Fische, ist ganz einfach. Aber in der vollen Welt ist auf einmal was völlig anderes. Jetzt ist das Allerwichtigste, wenn man mehr Fische haben will, dass man Fischfangverbotszonen macht. Weil sonst der Rest der bestehenden Fischflotte einfach kaputt gemacht wird. Also das Gegenteil von dem, was in der leeren Welt richtig war. Und dann Fischfarmen, das ist auch okay. Und dann die weiblichen Fische wieder zurückwerfen ins Meer, weil die haben ja die ganzen vielen Eier, sind hoffentlich befruchtet und dann hat man wieder mehr Fische. Also das sind Überlegungen, die in der leeren Welt nie gemacht würden. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter in der Philosophie. Im angelsächsischen Raum ist die analytische Philosophie total dominant. Die tun so, als sei das naturgesetzlich sowieso die einzige, die überhaupt möglich ist. Also von anderen europäischen Philosophien halten die nichts. Manchmal nennt man es auch reduktionistische Philosophie, die also einfach alles anatomisiert. Ja, was kann die analytische Philosophie über die Ratte sagen? Ja, sie kann sie natürlich sezieren, das ist analytische Philosophie, dann ist sie aber natürlich tot. Und was lernt man daraus über die lebendige Ratte oder über Ökosysteme, in denen die Ratten eine Rolle spielen? Praktisch gar nichts. Also die analytische Philosophie
ist eine Engführungsphilosophie. Aber in den sogenannten Peer-Review-Publikationen ist 99% analytische Philosophie. Dann ist es also wunderbar beweisbar. Man beweist zwar etwas sehr Kleines, aber immerhin dafür kriegt man eine Publikation und damit wird man Professor. Ich fürchte, wir brauchen eine Aufklärung. Die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, das war völlig in Ordnung für die leere Welt. Es war auch eine Befreiung von den Doktrinen der damaligen absolutistischen Staaten und der zugehörigen Religionen. Und das war wirklich sehr gut. Aber hat auch Schattenseiten. Also zum Beispiel eine der beiden neuen Co-Präsidentinnen des Club of Rome, sind jetzt beides Frauen, Mamphele Ramphele, eine langjährige Weggefährtin von Nelson Mandela aus Südafrika, hat mir in einer dieser Runden von Embryo zu Baby und so weiter gesagt, du darfst das nicht so positiv schreiben mit der Aufklärung. Für uns Afrikaner war die europäische Aufklärung die Legitimation des Kolonialismus. Also sei vorsichtig. Und da ist auch was Richtiges dran. Oder eben Individualismus, Utilitarismus, analytische Philosophie und all diese Dinge, die sind ja zwar am Anfang als Erfindung und Befreiung legitim gewesen, aber heute muss man auch darüber denken, was sie für Schaden angerichtet haben. Und in der Ökonomie kommt die Aufklärung, vor allem im angelsächsischen Raum, oft in der Gestalt von Egoismus und Sozialdarwinismus einher. Also Thomas Hobbes schon ganz früh, der Mensch ist ein egoistisches Biest und da braucht man eine Diktatur, um diese Biester zu zähmen. Er nennt es den Leviathan. Und dann kommt der große Adam Smith, der sagt, halt mal, vorsichtig, ein gutes Stück Egoismus ist gut, wenn es in Gesetze eingebettet ist und produziert den Wohlstand der Nationen. Also der ist mit Abstand der beste von den dreien. Und dann 100 Jahre später Herbert Spencer, Freund und angeheirateter Verwandter von Charles Darwin, der den Sozialdarwinismus erfunden hat. Von dem gibt es die abscheuliche Anekdote, dass er nach New York kam, er lebte in England, und sah dann im Umkreis von Ellis Island, wo die Einwanderer erstmal alle durch mussten, wie die zu Hunderten oder Tausenden verreckten, weil da war ja keine Unterstützung vorhanden. Und dann rief er zu seinen Begleitern aus, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja? So einer war das. Und den Staat soll man sowieso abschaffen. Denn die Evolution sorgt dafür, dass die Starken siegen, die Schwachen verlieren, ist doch alles gut. Der ist erzpräsent in der heutigen amerikanischen Denke. Wobei wir Deutschen sehr vorsichtig sein müssen. Also Hitler war ja dann doch noch eine ganze Ecke schlimmer. Aber heute haben wir diesen Quatsch überwunden. Fast alle Europäer, ich würde sagen. In England gibt es es auch noch, aber es ist nicht so schlimm. In Amerika ist das ganz stark. Es ist gut, wenn der Starke den Schwachen besiegt. Das macht uns stärker. Sozialstaat halten die immer für ein Missverständnis. Hat ja auch Obama gemerkt. Wenn er irgendwas in die Richtung macht, kommen sofort das Volk und nicht nur die politischen Gegner. Sagen, wozu eigentlich? Es gibt auch in Amerika eine neue Bewegung für wieder Aufklärung. Professor Steven Pinker von der Harvard-Universität, der ist in Amerika sehr berühmt, Enlightenment Now. Aber was für eine Art von Aufklärung will er? Im Grunde will er zurück ins 18. Jahrhundert, als sozusagen das noch tugendreich war. Das ist natürlich auch gemünzt gegen Trump mit seiner Lügenpolitik. Das ist absolut verständlich. Also ich würde sagen, Pinker ist für Amerika gar nicht falsch. Aber wir in Europa sollten wesentlich ehrgeiziger über Aufklärung reden, als er das tut. Also uns geht es um etwas Tieferliegendes.
Und wir sind der Meinung beim Klapperschaum, das waren lange Diskussionen natürlich, dass Balance zu einem sehr wichtigen Prinzip wird. Zum Beispiel zwischen Mensch und Natur. Also was ich da über die Wirbeltiere erzählt habe, ist doch ein klarer Beweis dafür, dass das völlig aus der Balance gekommen ist. Dass also Homo sapiens einfach alles bestimmt und die Natur nichts mehr zu sagen hat. Das muss wieder balanciert werden. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Also die Vierteljahresberichte der Unternehmen ist natürlich das Ausschalten von Langfristüberlegungen. Natürlich ist es gleichzeitig legitim, dass man auch an die Kurzfrist denkt. Wenn ich durstig bin, will ich jetzt ein Glas Wasser trinken und nicht erst in 30 Jahren. Aber das muss in einer Balance sein, auch einer moralischen Balance. Oder zwischen Staat und Markt, das, was ich über Adam Smith gesagt habe. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit im politischen Raum zwischen den Linken und den Rechten. Die Linken sagen Gerechtigkeit, die Rechten sagen Leistungsanreiz. Aber das heißt doch nicht, dass einer Recht und der andere Unrecht hat. Wir haben beide Recht. Es muss eine vernünftige Balance sein. Oder zwischen Innovation, das habe ich ja erzählt mit Disruptive und so, und Bewährtem. Also eine Art von Disruption, die alles Bewährte kaputt macht, ist eine zivilisatorische Katastrophe. Oder zwischen Staat und Religion. Ich vermute, hier im Raum ist niemand, der einen islamischen Staat will. Oder einen kirchlichen Staat von der Zeit vor Luther. Das war auch fürchterlich. Das heißt also, diese Sorte von Ungleichgewicht zugunsten der Religion ist eine Katastrophe. Aber ein Staat, der die Religion verachtet, vernichtet, verpestet oder ich weiß nicht was alles, ist auch eine Idiotie. Auch das muss in der Balance sein. Und man kann also Dutzende weiterer solcher Balanceforderungen machen. Das überlassen wir dann auch Ihnen und den Leserinnen und Lesern. Also jetzt ein Beispiel davon, also in den Business Schools der Welt kriegt man immer solche Bilder. Der Schnellste gewinnt und das ist gut so, das ist richtig. Das ist das Grundgesetz der Betriebswirtschaftslehre. Ja. Aber was heißt das eigentlich für die Differenziertheit, für Toleranz, für Mitgefühl oder irgend sonst etwas, was es in der Zivilisation auch geben muss, wenn immer der Schnellste gewinnt. Das ist eine Katastrophe für die Zivilisation, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also im Westen ist die Wahrheitssuche zu eng. Wenn wir also irgendeinem im Westen, ganz besonders in Amerika, sagen, da gibt es irgendwo einen Streit, dann ist die automatische Annahme in diesen Kulturen, zu sagen, ja, also einer hat Recht, der andere hat Unrecht. Und Wahrheitssuche besteht darin, dass derjenige, der Recht hat, den besiegt, der Unrecht hat. Das ist die Wahrheitssuche. Aber wenn Sie exakt die gleiche Streitsituation einem Inder, einem Chinesen, einem Japaner vorlegen, dann ist dessen erste Reaktion, ja, natürlich haben beide Recht. Es kommt darauf an, eine vernünftige Balance zu machen. Da können wir also sehr viel von den asiatischen Kulturen lernen. Also diese Geschichte ist mit einer der Gründe, weswegen die Chinesen so scharf darauf waren, das Buch so schnell wie möglich zu übersetzen. Ich bin Ende der Woche in Shanghai, um die chinesische Übersetzung vorzustellen. Nun, also wir können nicht warten, bis 8 Milliarden Menschen, wir sind noch nicht ganz so viele, durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind. Und dann kommt eben, come on, da ist dann sehr viel Konkretes, was man so alles machen kann, trotz der heutigen Weltmärkte. Zum Beispiel unser Freund Ashok Khosla aus Indien hat mit Development Alternatives etwa 3 Millionen Arbeitsplätze oder Lebensbedingungsplätze in den ärmsten Regionen des ländlichen Indiens geschaffen. Eine seiner wichtigsten Maßnahmen war lauter sogenannte Checkdams, winzige Wasserreservoire, die im Wesentlichen die Funktion haben, den Grundwasserspiegel zu steigern und zu steigen zu lassen. Und das bringt dann eine ungeheure Fruchtbarkeitsverbesserung. Und dann hat man auf einmal lauter Produkte, die man später verwenden kann. Also zum Beispiel auch für Papier. Und bei Papier
hat er mir mal erzählt. Ja, und dann haben wir natürlich in den Dörfern kleine Papierfabriken gemacht und verkaufen das Papier auch ganz gut. Und als Einstellungskriterium, wen wir da in die Papierfabrik einstellen wollen, haben wir nicht, wie er das im Westen immer macht, mit quantifizierten Qualifikationsmerkmalen gemacht, sondern mit Bedürftigkeit. Und dann haben sie also junge Mädchen aus der Kaste der Unberührbaren eingestellt. Die waren im Wesentlichen Analphabeten, hatten keine Ahnung von Papiermanufaktur, aber dann haben sie eben gelernt und waren unglaublich dankbar, dass sie nicht in der Gosse blieben und waren also unglaublich betriebstreu und lernbegierig. Und nach ein, zwei Jahren waren die perfekt. Und dann ist etwas passiert, was niemand vorhergesagt hatte. 20, 30 Jahre später hat man deren Familien angeguckt. Und die hatten ein oder zwei Kinder. Und waren unendlich glücklich genau dafür. Während diejenigen, die in der Gosse geblieben sind, die hatten 5 oder 10 Kinder und haben das Elend vergrößert. Das war nicht geplant, aber es war einer der Effekte von so etwas Vernünftigem. Das gibt es auch. Oder Kreislaufwirtschaft in Entwicklungsländern, dafür ist Gunter Pauli der große Held. Also zum Beispiel aus Schutt, Sand und so etwas und Plastikabfällen Papier herstellen. Das kann man. Also der chemische Prozess ist gar nicht wahnsinnig schwierig. Und inzwischen haben die Chinesen eine ganze Reihe solcher Fabriken gemacht. Da rechts unten ist eine ein bisschen abgebildet. Denn die Chinesen haben große Wasserknappheit. Und der Prozess kommt praktisch ohne Wasser aus. Während sonst Papierfabriken einer der größten Wasserverschwender der Welt sind. Aber das ist nur ein Beispiel von 200. Ich gehe da jetzt nicht alle durch, das dauert viel zu lang. Oder wir brauchen dringend eine nachhaltige Landwirtschaft. Die heutige Landwirtschaft ist genauso disruptisch und zerstörerisch wie diese anderen Dinge, von denen ich gesprochen habe. Wir könnten zum Beispiel unsere Agrarsubventionen endlich wirklich beenden. Also dass wir Hähnchenteile nach Afrika verschiffen, um dort die Hühnerhaltung kaputt zu machen. Das ist grotesk, wird aber heute gemacht mit Steuermitteln subventioniert. Das darf wirklich nicht sein. Aber das ist nur ein Teil. Man muss noch tiefer gehen. Das heutige Gegenprogramm sieht ja so aus. Also Monokulturen, Quadratkilometer. Und das ist natürlich die Zerstörung von Böden, von Biodiversität, auch klimaschädlich und so weiter. Und die Tragödie hat ja folgende Logik. Viele Leute sagen, die Lebensmittel müssen billig sein. Als ich ein Kind war, waren sie teuer und es war viel besser. Dann kommt die industrialisierte Landwirtschaft, tonnenweise Herbizide und Pestizide. Und dann noch ein neuer chemischer Trick, die Neonicotinoide. Die bringt man auf das Samenkorn auf und das verbreitet sich dann auf die ganze Pflanze. Das ist natürlich für den Bauern viel bequemer. Aber die Folge davon ist, dass die Insekten keine Chance mehr haben. Und da gibt es ein riesen Insektensterben und infolge davon ein Vogelsterben. Und dann, das ist jetzt ein Titelblatt von der Frankfurter Rundschau gewesen, kommt kein Vogel geflogen. Dann Finanzmärkte, das ist ein Riesenproblem, das sich aber heilen lässt. Das ist eines der Denkkinder der neoliberalen Revolution nach 1990. Alles deregulieren und die Folge davon sind dann gigantische Schwankungen, derer man kaum mehr Herr werden kann. Die großartige Royal Bank of Scotland war plötzlich nichts mehr wert, weil sie sich auf diese Spekulationen eingelassen haben. Das Mindeste, was man machen muss, sagt Professor Martin, Name kommt mir gleich wieder, aus Bonn, Max-Planck-Institut, man muss die Kapitaldeckung der Kreditwirtschaft, Martin Hellwig heißt er, die Kapitaldeckung der Kreditwirtschaft wieder auf die Gegend von 30% anheben. Heute ist sie bei 5%.
Und das ist natürlich unglaublich wackelig. Wenn da mal irgendwo was einbricht, haben die keine vernünftige Deckung mehr. Also wir haben das ziemlich genau angeguckt und gesehen, so etwas wie ein Dutzend Maßnahmen, die man machen kann, wofür man auch politischen Konsens kriegt, außer mit den Angelsachsen, wie man die Finanzmärkte wieder so regeln kann, dass sie der Gesamtwirtschaft nützen statt schaden. Dann die deutsche Energiewende. Also ich war im Deutschen Bundestag, als mein Freund Hermann Scheer auf mich zukam und sagte, er hätte da jetzt einen schönen Gesetzentwurf, aber die Regierung will nicht. Und dann sind wir übereingekommen, wir gehen jetzt zu unserem Fraktionsvorsitzenden und wollen eine Debatte über den Gesetzentwurf von Hermann Scheer und eine Abstimmung darüber. Das war der Ursprung für das Erneuerbare Energiengesetz. Wenn es den klassischen Weg über die Regierung und so weiter gegangen wäre, wäre das nie zustande gekommen. Eine Sternstunde des Parlaments. Und das hat dazu, ich meine, wir sind fürchterlich ausgeschimpft worden von allen Ökonomen, wie viele Milliarden wir vernichten würden. Aber de facto war das ein Lawineneffekt weltweit. Immer mehr Länder haben das nachgemacht, insbesondere die Chinesen. Und die Folge davon war eine dramatische Verbilligung der Photovoltaik und insgesamt der Sonnenenergie. Heute gibt es kein ökonomisches Instrument mehr für ein neues Kernkraftwerk. Ganz abgesehen von den Ärgernissen, die man da hat. Ja? Das ist der Erfolg der Dezentralisierung der Stromversorgung, wo Hermann Scheer, der hat ja mit Recht den alternativen Nobelpreis gekriegt, gefeiert wird. Und dann eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität. Das ist technisch machbar. Das habe ich in einem Buch, ich glaube, da hinten liegt es auch noch, mit einem australischen Team gemacht, wo wir also durch die vier großen Wirtschaftssektoren, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Bauten, Gebäude, durchgehen und überall finden wir einen Faktor 5, den wir machen können. Das ist physikalisch und technisch ohne weiteres machbar, aber ökonomisch nicht. Weil die Politik dafür sorgt, dass der Verbrauch von Natur immer billiger wird. Und dann werden solche Sachen einfach nicht wirklich gemacht. Und bei Faktor 5 geht es natürlich hauptsächlich um die Energieeffizienz. Dafür ist folgende Frage interessant. Was trauen wir einer Kilowattstunde zu? Ihr stellt euch den Mount Everest vor, 8800 Meter hoch. Und dann ein 10-Kilo-Gewicht, zum Beispiel einmal Wasser oder ein schwerer Bergsteiger-Rucksack. Wie viele Kilowattstunden würdet ihr benötigen, um diesen Eimer da nach oben zu hieven? Hat jemand von Ihnen da eine Idee? Null. Na, null ist natürlich falsch, denn man braucht sehr wohl Energie. Es muss nicht unbedingt Kilowattstunden sein. Man kann auch eine andere Energieform nehmen. Aber an sich ist das schon sehr nah an der Wahrheit. Wenn ich meine Studenten in Kalifornien gefragt habe, bekam ich immer so Antworten zwischen 1.000 und 10.000 Kilowattstunden. Und das ist völliger Quatsch. Die physikalische Antwort lautet eine Viertel-Kilowattstunde. Das ist ein unglaubliches Kraftpaket. Also deswegen ist Null ziemlich nah dran, das ist ganz richtig. Aber man braucht dann schon ein bisschen was. Und das heißt, wir haben eigentlich weltweit überhaupt keinen zusätzlichen Energiebedarf. Aber wir haben einen gigantischen Energieverschwendungsbedarf. Und im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe über bequem und unbequem, ist ganz klar, die Bequemlichkeit mit Billigenergie siegt politisch. Und deswegen kommt der Faktor 5 nicht zustande. Also man kann da ganze Bücher füllen. Das Passivhaus ist eine der besten deutschen Erfindungen der letzten 30 Jahre. Ich habe vorgestern in Innsbruck mit dem Erfinder Wolfgang Feist geredet und er hat mir was ganz Interessantes gesagt. In den 1950er und 60er Jahren ist der Energiebedarf schneller gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt prozentual. Und das ist fast ausschließlich auf die Zentralheizung zurückzuführen.
Davor hatte man irgendwo eine kleine Ofenheizung und das Schlafzimmer war kalt. Und dann plötzlich Zentralheizung überall mit einer gigantischen Zunahme des Energieverbrauchs. Wir haben einen Energieverschwendungsbedarf. Meine Familie und ich leben jetzt also in so einem Passivhaus. Da haben wir praktisch keine Heizkosten mehr. Sehr gute Isolierung und Wärmeaustausch und Belüftung, sodass das Lüften keine Abkühlung bedeutet. Eine tolle Sache. Also kann man ganz lange darüber reden und predigen, wenn man will. Aber ökonomisch läuft das eben nur, wenn der Naturverbrauch teurer wird. Die Märkte, unterstützt durch die Sorte von Bequemlichkeitspolitik, schaffen das nicht. Also müssen wir politisch dafür sorgen. Und ich habe, als ich im China Council die chinesische Regierung beraten habe, den Chinesen vorgeschlagen, macht doch Folgendes. Ihr macht jedes Jahr die Energie um so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat. So dass das, was man monatlich für die Energiedienstleistungen ausgibt, im Wesentlichen kostenneutral bleibt. Und die Chinesen finden das sehr interessant. Es ist immer noch längst nicht gut genug durchgesetzt worden, aber in der Richtung geht zum Beispiel der 13. Fünfjahresplan. Und das wäre nach meiner Ansicht eine politische Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass auf einmal alle diese Faktor 5 oder auch Faktor 20 Technologien richtig auf den Markt kommen und riesen Absatz kriegen. Das ist eine Art von Ping-Pong oder eine Aufwärtsspirale. Und das ist präzise abgeguckt der Dynamik der industriellen Revolution. Die war allerdings damals das Ping-Pong zwischen Arbeitsproduktivität und danach erhöhten Löhnen. Steigt die Arbeitsproduktivität, kann die Arbeitnehmerseite höhere Löhne durchsetzen. Aber wenn sie das schaffen, dann steigt der Zwang für die Arbeitgeberseite und ihre Ingenieure, die Arbeitsproduktivität weiter zu erhöhen. Und so hat sich das verzwanzigfacht. Hätte sich der alte Marx nie vorstellen können. So wenig wir, wie wir uns heute eine Verzwanzigfachung der Energieproduktivität vorstellen können. Also insbesondere die Amerikaner können es überhaupt nicht vorstellen. Es ist aber physikalisch überhaupt kein Problem. Dann braucht man trotzdem noch zwei Abwärtskorrekturen, Sozialtarif fürs Lebensnotwendige, denn die Effizienzverbesserung kommt bei den reichen Familien früher an als bei den Armen. Und es wäre gemein gegen die Armen, wenn sie dadurch teurere Energie haben, dass die Reichen schon Effizienzverbesserungen haben. Also braucht man eine Art von sozialem Ausgleich. Und dann Aufkommensneutralität für die Industrie oder bestimmte Branchen, die sonst auswandern würden. Denn das bringt ja dem Klima nichts, wenn die das Energie- und klimaschädigende Geschäft einfach im anderen Land machen. Man muss es aufkommensneutral machen. Und dafür gibt es ein wunderbares Modell aus Schweden, damals nicht in Sachen Energie und Klima, sondern da ging es um das Waldsterben. Die haben eine absolut brutale Stickoxidsteuer angekündigt. Und da hat die schwedische Industrie gesagt, wenn ihr das macht, dann müssen wir auswandern. Wir können euer Motiv verstehen, aber das geht so nicht. Und da hat die schwedische Regierung gesagt, na, bleibt mal schön hier. Ihr kriegt das Geld zurück. Eure Industrie verliert keine schwedische Krone. Aber ihr kriegt es auch nicht pro Gift, was ihr ausspuckt. Das ist so mehr die Methode, wie es in Deutschland geschieht. Sondern pro Mehrwert, den ihr schafft. Und es ist niemand ausgewandert. Und innerhalb der Branchen gab es einen großen Wettbewerb, wer ist am schnellsten in der Überwindung dieses Stickoxidgiftes und macht gleichzeitig guten Mehrwert. Die sind reicher geworden und moderner. Nach 10, 15 Jahren war die schwedische Industrie international wettbewerbsfähiger, als sie vorher war und gleichzeitig sauberer. Also solche Tricks muss man sich dann einfallen lassen und auch politisch durchsetzen. In 30 Jahren könnte eine Vervierfachung der Effizienz erreicht werden, in 100 Jahren vielleicht eine Verzehnfachung. Die Klima- und Umweltprobleme wären weitgehend gelöst. Das heißt also, dieser dritte Teil des Buches ist im Wesentlichen pragmatische Politik, sodass die Industrie zufrieden sein kann, die Armen zufrieden sein, die Reichen zufrieden sein kann,
die Menschen mit Kindern und Enkeln zufrieden sein können. Und im Grunde, alle die schweren Sorgen und Probleme, die ich vorher aufgetischt habe mit der neuen Aufklärung, im Wesentlichen auf eine relativ elegante Weise überwunden werden. Und damit bin ich am Ende und sage vielen Dank. Sie haben Fragen. Oder Kritik. Also. Oder Kritik. An der Aufklärung. Können Sie schreien oder brauchen Sie? Ja, ich kann schreien. Okay. Sie hatten gesagt, dass man die Probleme mit mehr Effizienz lösen kann. Aber auch Effizienz hat ja seine Grenzen. Also gerade wenn man sich Photovoltaikanlagen anschaut, die haben technische Grenzen oder auch Motoren, wir haben auch Grenzen, was die Effizienz angeht. Also kann noch nicht die Antwort sein, man kann immer nur die Effizienz steigern. Also genau das war mal. Haben Sie vollkommen recht. In anderen Zusammenhängen kommt dann bei mir unvermeidlicherweise die Suffizienz, die Genügsamkeit. Das ist auch wichtig, aber die Idee mit diesem Preis-Ping-Pong sorgt auch dafür, dass die Effizienz nicht einfach als Anlass für zusätzlichen Konsum verwendet wird. Was ist denn mit solchen Argumenten, die man immer wieder hört, wie diese oder jene politische Maßnahme, das würden wir ja gerne machen, aber das können wir nicht, wenn wir allein das machen. Sobald es nicht europäisch, international, weltweit geschieht, dann nützt es überhaupt nichts, beispielsweise Finanztransaktionssteuer. Das ist auch richtig. Wir haben über die Finanztransaktionssteuer im Wesentlichen nur einen Absatz geschrieben, der auf Ihre Besorgnis richtig eingeht. Und zwar, in der Vergangenheit ist die Transaktionssteuer im Wesentlichen formuliert worden oder befürwortet worden von Leuten, die aus den großen Einnahmen, die man da sich erwartet, alle die teuren Sachen finanzieren könnte, an denen die Welt im Moment noch krankt. Also so ähnlich wie mit den Friedensdividenden. Und das wäre natürlich eine hohe Finanztransaktionssteuer. Und das ist das Gegenteil von dem, was James Tobin, der Erfinder dieser Steuer, vor etwa 40 Jahren formuliert hat. Er sagt, er muss ganz klein sein, damit lediglich dieses Verschicken von Milliarden Dollars in Millisekunden aufhört. Denn das wird dann plötzlich signifikant teurer. Dagegen die Finanzierung von einem Wohngebäude oder von einer Landwirtschaftserneuerung oder irgend so etwas, die merken die Transaktionssteuer überhaupt nicht. Das heißt, man muss auch da wieder eine Art von Balanceprinzip walten lassen. Und im Übrigen können auch einzelne Länder das bereits vorher einführen, das sagen wir ausdrücklich, wenn sie den Erlös dieser Steuer in ihre eigene Kasse spülen dürfen. Lange Zeit war, das war auch bei Tobin ein bisschen angedeutet, aber vor allem bei manchen Gutmenschen, die Finanztransaktionssteuer sollte weltweit sein und sozusagen den Vereinten Nationen zugutekommen. Das läuft nicht. Aber wenn diejenigen Länder, die als Pioniere es zuerst einführen, den ökonomischen Gewinn in ihrer Kasse haben, dann braucht man nicht auf die Amerikaner zu warten. Okay. Ja?
Ich habe eine ganz andere Frage, wenn das möglich ist, und zwar zum Dieselskandal. Ja, ich habe schon gehört, Dieselskandal. Ja. Dieselskandal. Wäre es da eine Möglichkeit, zum Beispiel umzurüsten, oder was kann man da tun? Also, das ist nicht so direkt mein Thema, aber Sie haben recht, es gibt Techniken des Einbaus von Zusatzfiltern, die für die Luftqualität nach heutigen Standards vollkommen ausreichend sind. Und natürlich kann man auch längerfristig auf Elektromotoren und so weiter übergehen. Das ist nur nicht so wahnsinnig vernünftig, solange der Strom zu einem erheblichen Teil aus Braunkohle kommt. Herr Professor Weizsäcker, ich habe folgende Frage. Der Satz Grenzen des Wachstums, birgt das auch nicht sein Gegenteil in sich, nämlich Wachstum der Grenzen? Auch die Grenzen können wachsen. Zum Beispiel denken Sie an den Wirkungsgrad der fossilen Kraftwerke im Vergleich mit vor 30 Jahren. Wir haben fossile Kraftwerke, Dampf- und Gasturbinen, die heute über 60% Wirkungsgrad haben. Ich will keinen Persilschein für ungehemmten Wachstum ausstellen, aber ich meine gleichzeitig, also auch in der vollen Welt, mit den Methoden in der vollen Welt, kann man ja doch Forschung betreiben, Innovationen vorantreiben, aber gleichzeitig für Suffizienz, weil, was Sie sagen, also Genugsamkeit ja doch sorgen. Weil das mit der Energiewende, das ist noch nicht zu Ende. Wir müssen ja auch sagen, ohne große fossile Kraftwerke, wir können die Netzfrequenz nicht konstant halten. Das ist allein mit mehreren tausend Windrädern ist das nicht zu machen. Wir müssen, das Problem ist vielschichtiger als so, wie wir das jetzt so diskutieren. Also Sie haben prinzipiell absolut recht, das Wohlergehenswachstum braucht überhaupt nicht begrenzt zu werden. Was begrenzt werden muss, ist dann das Naturverbrauchswachstum. Und dem dienen so Bücher wie Faktor 5. Also Faktor 5 bedeutet ja im Effekt, dass man fünfmal so viel Wohlstand haben kann, ohne dass der Naturverbrauch wächst. Und noch besser für die Natur wäre, dass man den Naturverbrauch halbiert und dann eben nur 2,5-mal so viel Wohlstand erntet. Aber die heutigen technologischen Innovationen gehen nicht in die Richtung der Abkoppelung des Wohlstands vom Naturverbrauch, weil der Naturverbrauch so schändlich billig ist. Erst wenn wir das korrigieren, haben wir eine Chance, dass die Ingenieure sich in der richtigen Richtung bewegen. Und dann haben Sie natürlich erst recht recht, wenn die Ingenieure sich in der richtigen Richtung bewegen. Ja, Sie hatten gesagt, dass man eine Balance finden muss zwischen Staat und Religion. Ich wollte dann noch mal genau nachfragen, weil hat Religion im Staatswesen überhaupt etwas zu suchen oder wie genau meinten Sie das? Naja, also man kann das, was ich mit dem Wort Religion verwendet habe, auch ohne Religion formulieren, mit Gerechtigkeit, Langfristdenken, Moral, Ethik und all diesen Dingen. Ich habe das Wort Religion verwendet, um die Pointe machen zu können, dass so etwas wie ein islamischer Staat vermutlich von allen Leuten in Mitteleuropa prinzipiell abgelehnt wird. Nur machen alle Leute in Europa dann sehr leicht den Fehler, zu sagen, jetzt müssen wir den Islam abschaffen. Das ist ja eine völlig irrsinnige Schlussfolgerung. Wir müssen nur die
diktatorischen Tendenzen, die es in allen Religionen gibt, unterdrücken. Und da eben eine vernünftige Balance zwischen dem moralischen Prinzip und dem utilitaristischen Prinzip herstellen. Herr Professor von Weizsäcker, Sie haben in Ihrem wunderbaren Vortrag das Beispiel Schweden gebracht, eine Effizienzsteigerung in Sachen NOx in Schweden, und haben angedeutet, dass das ein Selbstläufer war, also einer, der nicht Geld verbraucht, sondern wo durch die gesteigerten Nutzen sofort wieder an diejenigen, die diese Effizienzsteigerung gemacht haben, eine Deckung erfolgt ist. Habe ich das so richtig verstanden? Im Prinzip ja. Das heißt, es gibt mindestens ein positives Beispiel in dieser Welt, wo wir sagen können, das, was Sie vorschlagen, kann im großen Maßstab auf diese Art und Weise realisiert werden. Also ich sehe jetzt einfach Beispiel 2, 3, 4 und 5 jetzt vor meinen Augen. Was einmal geht, ist ja nicht ausgeschlossen, dass es noch 100-mal in anderen Bereichen angewendet wird. Absolut. Noch eine andere Sache aus meiner Bundestagszeit. Ich habe mich damals sehr eingesetzt für die Einführung einer ökologischen Steuerreform. Die war so, dass das Benzin und der Strom und die Heizstoffe in kleinen Schritten immer teurer wurden und das einkassierte Geld zur Senkung der Lohnnebenkosten eingesetzt wurde. Und das hat, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein paar Jahre später herausgefunden hat, empirisch, etwa 300.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. Das heißt, das Volk ist reicher geworden durch die ökologische Steuerreform. Trotzdem hat die Bild-Zeitung aus allen Rohren dagegen geschossen, mit so dummen Sprüchen wie Autofahren für die Rente oder irgendein dummes Zeug. Das hat dann irgendein Journalist erfunden und war stolz darauf. Und plötzlich war das Volk in Anführungsstrichen gegen die Ökosteuer. Da ist wieder eingefroren worden. Also Sie haben vollkommen recht, da gibt es eine ganze Menge Maßnahmen, die dazu führen können, dass die ökologischen und die sozialen und die Modernitätsansprüche einer modernen Gesellschaft gleichzeitig erfüllt werden. Herr Professor von Weizsäcker, erstmal nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Nachfrage bezüglich des zweiten Teils Ihres Vortrags. Und zwar hatten Sie ja da das Beispiel der Galapagos-Vögel genannt, die doch eine viel bessere Evolution genommen haben ohne Konkurrenz. Und ich hatte das jetzt so verstanden, dass Sie das direkt auf die Wirtschaft transferieren wollten. Lag ich da richtig oder habe ich da was falsch verstanden? Ich fürchte, ich habe es so gesagt und insofern haben Sie recht. Und das, was ich gesagt habe, ist natürlich sehr unvollständig. Es war zwar eine korrekte Zitierung von Charles Darwin, aber wäre ja eine völlige Absage an den Außenhandel. Und das ist idiotisch. Also insofern bin ich überhaupt nicht dafür, dass es überall strikte Grenzen gibt. Nur finde ich es im Prinzip richtig, dass man Wettbewerb in eine Balance bringt mit einer Art von Restsouveränität, die eine sich gegenseitig kennende Gemeinschaft, zum Beispiel die Menschen, die in Heidelberg wohnen, sich doch ganz gerne aufrechterhalten wollen. In der Gründungsakte der Europäischen Union, damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gab es das Subsidiaritätsprinzip. Was bedeutet, dass Dinge, die man lokal im Dorf oder in der Stadt oder in der Region genauso gut oder besser machen kann als auf europäischer Ebene, die soll man nicht europäisieren. Dagegen diejenigen Dinge, wo die größere Einheit viel effizienter ist, die soll man europäisieren. Also in diesem Sinne, auch da wieder ist eine vernünftige Balance gefragt. Aber vielen Dank, dass Sie mich auf meine falsche Rede hingewiesen haben. Ja, guten Abend und vielen Dank für die vielen netten Ideen.
Ich bin 66 geboren. Ich kann mich noch erinnern, dass die Grenzen des Wachstums damals viel diskutiert wurden. Im Moment sehe ich den Club of Rome nicht so oft in den Nachrichten. Und da schließt sich so ein bisschen meine Frage an. Wie kriegen wir sowohl meine Nachbarn als auch meine Kinder dazu, dass wir sowas wie Bescheidenheit, was Sie unterwegs genannt haben, oder sowas wie die Balance dem Geiz, der Gier und dem Zerschmettern vorziehen? Ich sehe nicht wirklich, also ich meine, viele solche Ideen haben wir schon seit vielen Jahren auf dem Tisch, aber ich sehe nicht, dass sie mehr, wie heißt das auf Deutsch, Traktion bekommen. Was tun wir, um die Gesellschaft zu bewegen? Sie haben viele technische Ideen angesprochen, aber was tun wir? Ich meine, wir müssen die Demokraten irgendwie überzeugen, also die Mehrheit. Also ich habe da keine Antwort, die einfach alle Probleme löst. Das ist im politischen Geschäft eben einfach sehr schwierig. Deswegen habe ich diese Karikatur gezeigt, dass die Leute gerne belogen werden wollen. Und das ist natürlich für die Positivbeantwortung ihrer Frage ein Riesenhemmnis. Und ich bin erfahren genug zu wissen, dass man diese Sorte von Hemmnissen kennen muss, bevor man Vorschläge in die Politik einführt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit dem Ping-Pong, dass man die Verteuerung nicht schneller macht, als die Effizienz läuft. Das ist bei mir entstanden, nachdem ich gesehen habe, wie die Bild-Zeitung und andere die ökologische Steuerreform in Deutschland torpediert haben, weil dort der Preisanstieg schneller war als der Effizienzanstieg. Und dann ist es irgendwann abgebrochen worden und das ist ein großer Jammer. Dagegen, wenn man das in gleicher Größenordnung belässt, dann kann man die Hoffnung nähren, dass das für 50 oder 100 Jahre aufrechterhalten wird. Was einfach schlicht vernünftig ist. Aber die Überzeugungsarbeit, die kann ich jetzt nicht hier auf dem Podium leisten. Da sind Sie alle mitgefragt. Ja. Sie haben mehrfach aufgezeigt, dass Sie einen Kontrast zwischen Mensch und Natur oder Umwelt sehen. Und ich wollte Sie fragen, ob eine solche Unterscheidung überhaupt Sinn macht. Ist der Mensch nicht eine Spezies, die auf natürliche Weise entstanden ist, sich dadurch auch ganz normal im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Natur bedient und ich nenne es jetzt mal Abfallprodukte wieder in den Kreislauf zurückgibt? Also ich nehme Ihren Gedanken jetzt mal in folgender Weise auf. Wenn ich mit Leuten aus Entwicklungsländern über diese nachhaltigen Entwicklungsziele rede, dann schimpfe ich ja nicht über die Überwindung des Hungers und die Vernichtung von Klima, Ozean und Biodiversität. Dann mache ich das ganz anders. Das habe ich übrigens in diesem Fall von meiner Frau gelernt, die in diesen Diskussionen ziemlich erfahren ist. Du musst zuerst sagen, wie können wir eine dauerhaft funktionierende Landwirtschaft zur Überwindung des Hungers machen, wenn gleichzeitig das Klima, die Ozeane und die Biodiversität kaputt gehen. Das geht nicht, weil da einfach so viel Naturvernichtung stattfindet, dass Ihre Ausgangsaussage, Mensch ist doch auch Natur, einen zynischen Charakter kriegt. Weil diese Spezies ständig die Grundlagen der Natur, und dazu gehört eben auch das Klima, kaputt macht. Ja, Sie sind schon eingegangen auf die vielfältigen Probleme, die wir haben. Biodiversitätsverlust, Klimawandel, Flächenverlust, Stickstoffemissionen und so weiter. Es kommt ja noch eins dazu, dass wir massiv unter Zeitdruck stehen. Ja, wir haben ja nicht mehr so lange, sagen wir mal
ein, zwei Dekaden, um einen massiven Wechsel hinzukriegen. Wie machen wir das? Also darüber habe ich mit meinem Freund Anders Wigmann im Club of Rome einen kleinen Streit. Ich sage immer, ich mache immer gradualistische Rezepte und er macht harte Rezepte. Und ich verstehe das Motiv von ihm, also wie Sie es sehr vernünftig formuliert haben. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass ich recht habe. Denn eine Springprozession bringt einen viel weniger weit als eine kontinuierliche Entwicklung, die keine Rückschritte hat. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man das Volk irgendwo mitnimmt und dann aber auch mit dem Volk, so wie ich das ja vorhin getan habe, bespricht, wie bedrohlich die Situation ist, sodass die dann stärker geneigt sind, auch mal etwas steilere Vorschläge zu akzeptieren. Im Prinzip haben Sie völlig recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, nochmal bitte in dieselbe Richtung gefragt. Wir lesen ja beinahe täglich von dem bedrohlichen Klimawandel und von den 1,5 oder 2 Grad Erhöhung. Wie schätzen Sie die Chance ein, in dieser Zeit, oder sind die entsprechenden Zeitvorhersagen, sind die unseriös oder sind sie zu erschreckend, um überhaupt noch Aktivität anzustoßen? Also eine Erwärmung um 2,5 oder 3 Grad hätte absolut dramatische Folgen. Wenn die dann eintreten, würden die dann lebenden Menschen unsere Generation ganz ungeheuer verteufeln. Wie konnten die nur so blind so riesige Schäden in den Weg setzen? Aber wiederum eine Art von Balance zwischen ernsthafter Mahnung und dem Versuch, die heute lebenden Menschen im Boot zu haben und nicht draußen, halte ich für möglich. Das gibt es immer mal wieder. Macron hat das in Frankreich in erstaunlichem Umfang hingekriegt. Jetzt im Moment hat er ein Popularitätsproblem, weil er eben doch ein bisschen zu scharf vorgegangen ist, im Sinne dessen, was ich gesagt habe. Und wenn solche großartigen Gedanken kommen, wie die von Hermann Scheer mit dem erneuerbaren Energiengesetz, dann hat das eine Chance. Das hat wirklich die Welt verändert. Im Moment ist etwa die Hälfte der Entwicklungsländer dabei, zu realisieren, dass wegen der Dezentralität der erneuerbaren Energien diese sozialpolitisch besser sind als die zentralisierten Kohlekraftwerke. Also da ist es gelungen. Es passiert nur eben leider viel zu selten. Auch zum Thema Klimapolitik und ökologische Steuerreform. Es gibt da den Vorschlag, ursprünglich wohl von Darmstädter Wissenschaftlern, ganz grundsätzlich den Kohlenstoffverbrauch an der Quelle zu besteuern. Also nicht erst, wenn das CO2 entstanden ist und auch das Methan, nachträglich Abgaben zu fordern oder zu besteuern, sondern an der Quelle, also wo die Kohle abgebaut wird, wo das Öl abgebaut wird, das Gas,
müsste natürlich weltweit gemacht werden. Könnten Sie so einen Vorschlag im nächsten Report aufgreifen vielleicht? Und was halten Sie davon? Ich halte viel davon. In der Praxis findet die Stickstoffbesteuerung beim Stickstoff und nicht beim Stickoxid statt. Und so ähnlich würde man eine CO2-Steuer beim Kohlenstoff und nicht beim CO2 ansetzen, aus rein messtechnischen und praktischen Gründen. Also das ist eine sehr vernünftige Idee, dass man dann trotzdem immer über CO2-Steuer spricht, ist eigentlich ein semantischer Unsinn. Man meint das CO2, aber man besteuert das C. Also Sie haben eigentlich völlig recht. Aber ich will doch noch zwei andere Sachen sagen. Das eine ist, das haben wir auch in unserem Buch beschrieben, zwei der reichsten Amerikaner, die Brüder Koch, die größten Spender für die Republikaner, sitzen auf zig Milliarden Dollar Schürfrechten für Kohle, Öl und Gas. Und deswegen sind sie dagegen, dass das Weiße Haus und der Kongress Klimapolitik macht. Denn das verwandelt ihre wertvollen Schürfrechte in sogenannte Stranded Assets. Die sind dann löst sich in Luft auf, der Geldwert. Und dann sagen sie, mach doch lieber sogenanntes Geoengineering. Das heißt, zum Beispiel, das ist eine Idee von Kurzen, puste Hunderte, Tausende von Tonnen von Sulfaten in die Stratosphäre, die das Sonnenlicht abschirmen. Und wenn es uns zu heiß wird, dann einfach ein bisschen mehr Sulfate. Der Ärger ist nur, dass diese Abkühlung natürlich auch Kosten hat und möglicherweise katastrophale. Es kann sein, dass bestimmte Weizensorten dann überhaupt nicht mehr gedeihen. Und da ist die Landwirtschaft im Eimer. Also Geoengineering ist absolut nicht, was ich will. Und dann wollte ich noch was anderes sagen. Zur Klimapolitik, darüber haben wir ein ganzes Kapitel in dem Buch. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung hat 2008, also vor 10 Jahren, für die damals anstehende Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 den Vorschlag des Budgetansatzes gemacht und ausformuliert. Und das Budget ist die Erlaubnisse von CO2-Emissionen unter der Annahme, dass alle Länder ein gleich großes Pro-Kopf-Recht der Nutzung der Atmosphäre, also in diesem Fall der CO2-Emissionen, hat. Aber die alten Industrieländer haben diese Nutzungsrechte schon im Wesentlichen verbraucht. Die haben ihr Budget schon auf praktisch null runtergefahren. Und wenn wir weiter Benzinautos fahren wollen oder Strom aus Kohle produzieren wollen, müssten wir in die Entwicklungsländer gehen und dort bitten, uns noch Lizenzen zu verkaufen, denn die hätten noch eine Menge. Und das ist der geniale Teil dabei, zum ersten Mal die Situation herbeigeführt, dass es in den Entwicklungsländern lukrativer wird, den Übergang zu erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz zu beschleunigen, und die dadurch freibleibenden Lizenzen an die blöden Leute im Norden zu verkaufen. Heute
ist ein neues Kohlekraftwerk in einem Entwicklungsland eine Lizenz zum Gelddrucken. Und deswegen wird es ohne Ende gemacht. 9 von 10 Kohlekraftwerken, die auf der Welt gebaut werden, heute, werden in Entwicklungsländern gebaut. Und die Entwicklungsländer lehnen sich bei den Klimaverhandlungen zurück und sagen, ihr habt den ganzen Schaden angerichtet, jetzt zahlt uns bitte $100 Milliarden pro Jahr, damit wir uns anpassen können an die Klimaveränderungen. Aber gegen die Klimaveränderungen tun sie gar nichts, sondern bauen ohne Ende Kohlekraftwerke. Diesen heillosen Mechanismus müssen wir durchbrechen. Und ich glaube, der Budgetansatz des Wissenschaftlichen Beirats in Berlin ist die einzige rationale Strategie, um den Klimaschutz zum Erfolg zu bringen. Okay, noch 2 Fragen. Bezüglich dieser eben benannten Schürfrechte und dem Abbau eben fossiler Rohstoffe. Die praktische Arbeit in diesen Branchen ist ja häufig von eher auf einem geringen Bildungsstand stehenden Anteilen der Bevölkerung, traditionellerweise, die dann natürlich durch Wegfallen einer solchen Branche erstmal außer Lohn und Brot stehen würden. Großflächige Umschulungen wären sicherlich recht aufwendig. Wie würden Sie sich sowas vorstellen? Ja, das ist natürlich die große Diskussion in der Kohlekommission. Und die haben im Prinzip was ganz Vernünftiges vor, dass man Infrastruktur und andere Maßnahmen in den ökonomisch geschädigten Regionen macht, um andere Sorten von Arbeitsplätzen, einschließlich dem Ausbau der Infrastruktur, zu machen, sodass eine Art von regionaler Gerechtigkeitsverteilung stattfindet. Ob das klimapolitisch ausreicht, ist eine andere Frage. Man muss unter Umständen auch einfach eine beschleunigte Verminderung und dann Auslaufen der Kohleverbrennung machen und das Ganze mit Geld kompensieren. Aber das mögen natürlich die Reichen nicht so gerne. Ich habe eine Frage zu der Geschichte, so ein bisschen, die dieses Weltmodell, mit dem 1972 damals diese Simulationsrechnungen gemacht wurden, noch spielt. Diese Rechnungen sind ja 1990 nochmal abgedatet worden, in dem Buch dann veröffentlicht worden, was auf Englisch ja, glaube ich, hieß Beyond the Limits und auf Deutsch meiner Meinung nach unpassend übersetzt die neuen Grenzen des Wachstums. Dieses Modell hatte ja auch einige berechtigte Kritik, zum Beispiel, dass die Zustandsgrößen nicht hinreichend irgendwie in Weltregionen aufgeteilt waren und sowas. Gibt es heute noch irgendwie ähnliche oder verbesserte Simulationsrechnungen, die bei so den Statements, die der Club of Rome abgibt, irgendwie ein Fundament bilden? Zum Beispiel gibt es ja auch neuere Modelle, so wie das Sensitivitätsmodell von Professor Wester, um solche komplexen Systeme so ein bisschen zu betrachten. Wird derartiges heute noch gemacht oder sind wir so ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo die Komplexität oder irgendwie die Informationslage zu groß ist, um die irgendwie noch sinnvoll abzubilden? Es gibt erstens von Jørgen Randers, einem Norweger, der einer der 4 Autoren von Limits to Growth war, jetzt emeritierter Ökonomieprofessor in Norwegen, ein Buch mit dem Titel 2052, das ist auch ein Bericht an den Club of Rome, mit einem aktualisierten Modell. Das ist aber in meinen Augen nur in Bezug auf bestimmte Eingangszahlen modernisiert. Und das ist mir nicht gut genug. Ich muss das kurz erläutern. Die Mathematik
des sogenannten World 3 Modells basierte darauf, dass die mathematischen Verknüpfungen zwischen jeweils zwei Parametern, zum Beispiel Kopfzahl der Menschheit und Industrieoutput, feste Kopplungen waren. Und dazu gehörte dann auch im Jahr 1972 die feste Kopplung von Industrieoutput mit Verschmutzung. Und das ist natürlich inzwischen falsifiziert. Wir haben heute bei sehr viel mehr Industrieoutput sehr viel sauberere Luft. Also trotz Dieselskandal. Und da ist einfach in der Mathematik der festen Kopplungen ein Denkfehler drin. Dem sind jetzt Jürgen Randers und Johann Rockström, dem Nachfolger von Schellenhuber im Potsdam-Institut, nachgegangen und haben ein neues Modell gemacht in einem neuen Bericht, den haben wir jetzt auch gerade in Rom besprochen, der im Wesentlichen die Frage stellt, wie kann man die Sustainable Development Goals im Rahmen der sogenannten Planetary Boundaries, das ist der Begriff von Johann Rockström, berechnen, verwirklichen und so weiter. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man die ersten 11 Sustainable Development Goals alle verwirklicht, dass dann das Klima kaputt geht, die Ozeane und die Biodiversität, genau dieses zu verhindern, dass man als Konditionalität in die Mathematik reinführt, nein, Klima, Ozeane und Biodiversität dürfen nicht geschädigt werden. Und dann kommt natürlich eine völlig andere Mathematik raus. Und das haben die eigentlich ganz sorgfältig gemacht. Es ist nur für die Wachstumsanbeter keine besonders erfreuliche Nachricht. Da kommt einfach raus, dass eine bestimmte Sorte von Wachstum eigentlich eingestellt werden muss. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sie haben heute Abend, glaube ich, sehr gut feststellen können, dass es auch um Pädagogik geht. Was kann ich mit diesen Menschen machen und wie muss ich sie überzeugen? Und wenn Sie sich erinnern, dass wir Anfang August gehört haben, dass wir alle Ressourcen, die uns zustehen pro Jahr, wir schon fürs ganze Jahr verbraucht haben, dann sehen Sie auf der einen Seite die an sich sehr beunruhigende Fakten. Auf der anderen Seite sehen Sie die pädagogische Anleitung, dass man allmählich eine Verbesserung, nicht über Nacht, eine allmähliche, in Gang setzen kann. In gewissem Sinn ein alter Satz, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Sie können jetzt noch da hinten ein paar Bücher erwerben, die würden auch noch signiert. Ansonsten können Sie den guten Empfehlungen folgen und wie heißt es, du musst dein Leben ändern. Herzlichen Dank. Ja, ich danke dir.